Schickst du mich fort. David, ich liebe dich. Lass uns heiraten. Ich bin bereit, alles aufzugeben. Für dich, für uns, für deine Kanzlei. Ich habe mich noch nie verlaufen. David! David! Das Licht schimmert so. So, als würde der Mond scheinen. Vielleicht bekommen wir ein Baby. Dieser Lähmung. Komm zu mir. Es sind merkwürdige Menschen in meiner Nähe. Ich helfe dir. Dieses Haus ist böse. Da bist du. Wo bin ich? Lass mich! Wie stellst du dir das eigentlich vor, wie das so weitergehen soll hier? Ruf meinen Verlobten an. Hier, David Ruder. Er soll mich sofort hier abholen.
Bruder, meine Verlobte, was ist passiert? Silvana, ich habe mir solche Sorgen gemacht. Steh auf, ich bring dich nach Hause. Du musst mir alles erzählen. Vorsichtig, langsam. Ich bin ganz bei dir. Nein! Willi, nur bitte hilf mir doch mal. Ja. Mein Name ist Helen, Helen Emste. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Bruder, sehr angenehm. Willkommen. Dieses Haus wartet auf Sie. Wie gefällt Ihnen New York? Ich bin immer wieder überwältigt. Diese Stadt hat mich vollends in ihren Bann geschlagen. Ich sammle Steine. Sie verkünden uns ihre Seele. Uns, die wir glauben, ihre sei aus Stein. Nicht einziehen mit Ihren charmanten Freunden? Ja, wenn das nicht zu viel Trubel in Ihr Haus bringt. Also, ich bin ja schon viel herumgekommen in der Welt, aber so eine charmante Gastgeberin wie Sie habe ich noch nicht gesehen. Nein, nein, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Was hat sie, das ich nicht habe? Ich tue alles, ich habe alles getan, aber das mache ich nicht. Nein, nein. Habt ihr Silvana gesehen? Mmh.
Silvana, hier bist du. Jetzt gehst du aber sofort ins Bett. Lass mich in Ruhe. Mach, dass du wegkommst. Aber Silvana, ich hab dich doch lieb. Also David war nicht da, aber dafür habe ich euch diesen blonden Engel mitgebracht. Es geht mir schon besser. Ich will mich nur ein bisschen erholen. Hast du Angst vorm Fliegen? Nein. Ich fühle mich nur im Dunkeln wohler. Und euch muss ich ja auch nicht beißen. Beißen? Lass sie doch. Wer ist denn am dransten? Meine alten Freunde. Damit sie sehen, was sie im Leben verpasst haben. Was für Freunde hast du denn? Die sind alle in sehr guten Positionen. Gute Berufe. Also mich kannst du ruhig beißen. Mein Blut ist sowas von clean. Es ist mir schon peinlich. Du bist jetzt nicht dran. Ich will mich nicht ablenken lassen. Also erstmal kommen wir auch ohne Biss klar, ne? Ich muss jetzt gehen. Seid ihr öfter hier?
Wir sind fast jeden Tag hier. Ich komme wieder. Die spinnt doch. Wieso spinnt? Du spielst seit Jahren Gitarre. Was ist da der Unterschied? Die müssten wir auf jeden Fall nochmal wiederholen. Hallo! Was machst du? Brigitte, Und ich bin seit heute wieder in Berlin. Sag mal, kannst du mir einen Schlüssel zu eurer Wohnung geben? Ich habe nichts zu wohnen. Und kannst du den noch mal bei weil ich möchte... Was machst du denn? Wo ist David? David ist überhaupt nicht da. Und David interessiert mich auch gar nicht mehr. Der ist irgendwo in New York. Und ich habe nichts zu wohnen. Ich muss unbedingt beibleiben. Ich freue mich so, wenn du müsstest, Silvana, was Brigitte, könnt ihr bitte etwas leiser sein? Hallo Frank. Und ich zeige es dir auch. Ich zeige dir ganz genau das, was ich erlebt habe. Ich freue mich. Ja. Tschüss. Wie hell und licht sie hier wohnt. Brigitte, deine Wohnung ist wie dein weißer Kittel. Ich werde dich befreien. Es ist grässlich, dass du Menschen die Zähne bohrst, während deine eigenen verkümmern. Brigitte, du hast es von allen am meisten verdient. Sag mal, erzähl doch mal ein bisschen. Ich bin ja nicht so müde, dass ich das jetzt nicht mehr hören kann. Wie war es denn nun in New York? Mir ist was ganz Wunderbares passiert, weißt du? Alle Ideale, die ich vorhatte, sind in einem einzigen Moment zusammengestürzt. Und alles, an das ich geglaubt habe, hat einfach nicht gestimmt, Brigitte. Ich habe immer nur daran gedacht, dass ich reich werden will oder einen reichen Mann heiraten oder dass der Mann oder ich Karriere machen und ob ich Kinder kriege oder nicht. Weißt du, das ist alles völlig unwichtig. Ich habe in diesem einen Erlebnis gemerkt, wie ich wirklich bin. Und ich habe das mitgebracht. Ich habe das mitgebracht für dich, damit du dir auch keine Grenzen mehr setzen musst. Du, man muss sich Grenzen setzen. Das geht nicht anders im Leben. Wo kämen wir denn da sonst hin? Und sag mal, was ist eigentlich mit David los? Wo ist David? Du, David interessiert mich überhaupt nicht. Ich habe mit David gar nichts mehr zu tun. Ich habe mir nur eingebildet, dass ich mit ihm glücklich bin. Aber das war ein Irrtum. Und weißt du, Brigitte, jemand anderer hat mir gezeigt, wie ich wirklich fühle. Willst du damit sagen, dass du in der kurzen Zeit dich schon einem anderen Mann an den Hals geworfen hast? Du, das finde ich überhaupt nicht komisch. Du, ich war doch so eingeschnürt und so abgepackt. Und genau wie du jetzt im Grunde. Ich bin nicht eingeschnürt und abgepackt. Ich bin sehr glücklich, so wie ich bin. Natürlich bist du es. Sag mal, was würdest du denn zum Beispiel gerne ändern? Auch ich würde gerne vieles ändern. Ich meine, denk da zum Beispiel mal an die Krankenkassen, nicht? Die Krankenkassen behandeln... Silvana, was rückst du mir denn hier so auf den Leib? Die Krankenkassen behandeln uns Ärzte ja, als wären wir Millionäre. Verstehst du? Also da geht's ja immer nur darauf, möglichst nichts. Silvana, nun lass mich doch. Ich bin müde und abgespannt. Ich muss noch Abrechnungen machen. Frank erwartet das von mir. Ich spüre gar nichts. Ich bin einfach nur müde. Wie dumm für dich. Sie ist zu verbohrt, um mich zu verstehen. Aber ich mache es euch nicht leicht. Ich werde euch nicht überfallen, wenn ihr schlaft. Ihr sollt es vorher spüren. Ihr sollt schwach sein, schwach und erregt, so wie ich es war. Und voller Lust auf das Neue. Ich beiße euch nicht gegen euren Willen. Und du, Brigitte, du hast deine Chance vertan. Let my life live in freedom. We all have the right to be free.
I hate computers, I hate work. I wanna be free and never work. All I want to do is just be me. I'm free, I'm free, I'm a freak. Wann kommt Silvana denn nun endlich? Tja, ich weiß auch nicht, wo sie bleibt. Ich glaube, sie zieht sich daran um. Ich war sonst unglaublich lebendig und spontan lebenslustig. Aber sie zu total versteckt ist sie, ja. Das merken wir natürlich. Wo ist sie überhaupt? Das ist nicht. What are you doing here? Guten Abend. Are you gonna... Do you have the police coming here? You're not German? Wait. Are the police here? No, why should I call the police? No, I want to talk to you. Okay, I'm not German. I'm American. Yankee, look at my face. Du meinst die Skulpturen, die jetzt gerade hier ausgestellt werden? Ich hab's mir angeschaut. Es lohnt sich wirklich. Es ist toll. Waren Sie auch schon da? Ist also wirklich fantastisch. And what she wanted me to do is become some kind of computer giant. And as the computer kept on spitting out information, and every time the machine came out with more and more information, I kept on wanting to throw up and throw up. Like the machine was throwing up information, I want to throw up my guts. And I said, the hell with it. I just decided to leave. Es ist peinlich, allen Leuten, alle sind extra wegen ihr gekommen. Stimmt, peinlich. I think I could really help you if I would bite you right there. Yeah. Come on, let me do it. Let me just do it. Come on. Why not? Go ahead. Silvana! Silvana! Hey, what are the voices? Whose voices are... No, don't care about the voices. Hey, who are these people? Get out of here. No, don't take any notice. Stay here. Who are the freaky friends up there? You stay here. You put the cops here, too, probably. No, I didn't put any cops here. Come on, stay here. Two-faced freak. No. I'm getting the hell out of here. Stay here. Yeah, goodbye, you freak. Goodbye. Get out of my house. Silvana. Was machst du hier? Nichts. Aber natürlich, hier war doch jemand, oder? Nein. Komm, hier war jemand. Aber was auch immer, jetzt komm mit rauf. Du kommst jetzt mit mir rauf. Du kommst jetzt bitte mit mir rauf. Da oben warten Leute auf dich. Bitte tu mir den Gefallen. Komm. Diese Sehnsucht nach Menschen, die mich nicht brauchen, bringt mich nach unten. Ich bin einfach zu egoistisch. Ich muss meine Zähne besser im Zaum halten. Ich verstehe euch, meine Freunde. Ihr habt mich im rechten Moment gerufen. Ihr braucht mich. Ich komme. Man muss sich ein bisschen gutmütig um sie vielleicht kümmern und mal fragen, wie es ihr so geht, ob man ihr ein bisschen helfen kann. Vielleicht man kann wird das jetzt vielleicht noch machen, ja? Mit den ganzen Sachen, die du am Hals hast. Vielleicht ist es auch für sie viel besser, wenn man ihr vielleicht nahe liegt, wenn das wirklich so schlimm war, die Trennung von dem David. Ob sie nicht vielleicht in eine Therapie geht, wo sie das alles mal aufarbeiten kann. Ja, Urschrei vielleicht noch, ja? Wie die Affen im Wald, oder? Auch ja nicht gleich Urschrei zu machen. Sie kann ja auch orthodox sich irgendwo auf die Couch legen, da sitzt der Typ daneben und macht, das tut ihr vielleicht gut. Du wärst aber ganz gerne Therapeut in dem Fall, oder? Wird doch nicht gleich so